Nächster Halt, Kiel. Der Infocast Kiel. Hallo und herzlich willkommen zum Kieler Infocast. Mein Name ist Sascha Nossol und ich fasse heute für euch die Lage in unserer Stadt zusammen. Lasst uns direkt einsteigen. Kiel in 100 Sekunden. Im Kehler Rathaus einsteigen, sitzen bleiben und innerhalb weniger Minuten das Straßburger Zentrum erreichen. Dank der Tram ist das mittlerweile Alltag für viele Kehlerinnen und Kehler. Doch wie immer nutzt die CTS die langen französischen Sommerferien für umfangreiche Sanierungsarbeiten am Schienennetz. Das führt ab Montag, 3. Juli bis Freitag, 21. Juli auf begrenzten Streckenabschnitten zu Unterbrechungen. Folgende Haltestellen können währenddessen nicht angefahren werden. Étoile Bourses in Richtung Port-du-Rhin und Kiel-Rathaus, Étoile Polygon in beiden Fahrtrichtungen sowie Landsberg Richtung Poterie und Campus Illkirch. Ab dem 10. Juli fährt die Tram D zwischen der Endhaltestelle Poterie und Dornt nur bis zur Haltestelle Landsberg. Das bedeutet für Fahrgäste, die aus Kiel kommen, dass sie, um die Baustellenbereiche zu umfahren, auf andere Tramlinien umsteigen oder die von der CTS eingesetzten Ersatzbusse nutzen müssen. In jedem Fall solltet ihr längere Fahrzeiten einplanen, wenn ihr mit der Tram in die Straßburger Innenstadt oder zum Hauptbahnhof wollt. Außerdem kommt es wegen des Feuerwerks zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli und dem Tag des großen Jahrmarkts in der Straßburger Innenstadt am 22. Juli zu weiteren Einschränkungen. Die aktuellen Informationen zu den Bauarbeiten, den Fahrplänen der Tram und der Ersatzbusse findet ihr auf der Website oder in der App der CTS. Mehr dazu könnt ihr auch auf kiel.de nachlesen. Hohe Bäume, eine weitläufige Wiese und ein Sandelplatz. Das und viel mehr bietet Kiels erste Naturkita, die am vergangenen Freitag offiziell eröffnet wurde. Genutzt wird das Gelände im hinteren Teil des ehemaligen Freibadgeländes bereits seit dem 2. Mai. Das idyllische Areal bietet 20 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren Platz zum Spielen und Entdecken. Derzeit gewöhnen sich dort 6 Kinder ein. Ab dem 1. Juli kommen 3 weitere hinzu. Mit der Eröffnung ging für Oberbürgermeister Wolfram Britz ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Schon als Stadtrat hatte er sich dafür eingesetzt, dass die Stadt Naturkita-Gruppen schafft und geeignete Plätze für Naturgruppenwagen ausweist. Eine weitere entsteht derzeit in Goldscheuer und soll noch im Laufe des Sommers in Betrieb gehen. Mehr zur Eröffnungsfeier findet ihr auf kiel.de. Fast 1,2 Hektar Feld standen am vergangenen Montagnachmittag in Leutesheim in hellen Flammen und lösten damit einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. Verletzte gab es glücklicherweise keine. Dass das Feuer nicht auf die umliegenden Felder übergreifen konnte, ist einem aufmerksamen Passanten zu verdanken, der den Brand sofort meldete. Rund 45 Löschkräfte brachten die Flammen durch ihren beherzten Einsatz rasch unter Kontrolle. Durch die Trockenheit ist die Gefahr von Flächenbränden derzeit stark erhöht. Darum appelliert Feuerwehrkommandant Viktor Lier an alle Bürgerinnen und Bürger, keine brennenden Gegenstände, wie zum Beispiel Zigaretten, in die Natur zu werfen und die Augen offen zu halten. Denn je schneller ihr ein kleines Feuer meldet, desto höher stehen die Chancen, großflächige Schäden zu vermeiden. Genauer beleuchtet. 277 Menschen, die in Kiel leben oder arbeiten, haben beim Stadtradeln vom 8. bis zum 28. Mai in die Pedale getreten und dabei fast 10 Tonnen klimaschädlicher CO2-Emissionen vermieden. Zum Vergleich, im vergangenen Oktober gab es lediglich 164 aktive Radlerinnen und Radler und 6 Tonnen CO2-Ersparnis. Sowohl bei der Erstausgabe des Schulradelns als auch in der Gesamtwertung stand am Ende die Tuller Realschule ganz oben auf dem Treppchen. Ein Ergebnis, über das sich Radverkehrskoordinator Felix Rhein freut. Als Stadt Kiel freuen wir uns sehr über das gute Ergebnis, das wir dieses Jahr beim Stadt- und auch erstmals beim Schulradeln erzielen konnten. Es war sehr toll zu sehen, wie engagiert die Lehrer und auch die Schüler mitgemacht haben. Und es zeigt einfach, dass gezielte Förderung des Radverkehrs auch Schülerinnen und Schüler begeistern kann. Studien haben auch gezeigt, wer als Kind oder Jugendlicher nicht mit dem Radfahren aufgewachsen ist, der wird wahrscheinlich auch als Erwachsener nicht mit dem Fahrrad fahren. Fast 10.000 Kilometer haben die 66 Angehörigen der Tuller Realschule auf dem Fahrrad zurückgelegt. Um das zu würdigen, hat Felix Rhein schon eine Idee. Als Belohnung möchten wir gerne eine Radservicestation an der Schule anbringen. Das heißt, eine kleine Servicestation, wo man sein Fahrrad für kleinere Reparaturen aufhängen oder auch aufpumpen kann, einfach um den Radfahrenden der Schule
oder auch in der Umgebung einen kleinen Service bieten zu können. Und übrigens, auch die 37 Radlerinnen und Radler des Einstein-Gymnasiums haben ein gutes Ergebnis erzielt. Zusammen sind sie mehr als 6.500 Kilometer gefahren. Derzeit arbeiten Felix Rhein und seine Kolleginnen und Kollegen an Radschulwegplänen, um den täglichen Weg für die Schülerinnen und Schüler in der Rheinstadt künftig noch sicherer gestalten zu können. Und auch darüber hinaus soll sich beim Thema Fahrradmobilität in Kehl einiges tun. Damit das Radfahren auch in Zukunft noch mehr Leute begeistern kann und insbesondere auch, um die Sicherheit zu verbessern, ist es für uns besonders wichtig, den Ausbau der Radwege zu forcieren, insbesondere auch die Radschnellwegverbindung zwischen Straßburg und Offenburg, wo wir als Stadt Kehl mit involviert sind, aber auch natürlich innerstädtisch, um Alltagswege sicher, einfach und ja, mit Spaß auf dem Fahrrad zurücklegen zu können. Mehr zum Stadtradeln findet ihr auf kehl.de. Kehl erleben. 70 Jahre nachdem Albert Schweitzer den Friedensnobelpreis erhielt, widmet ihm der Verein A Livre Ouvert wie ein offenes Buch am Freitag, 30. Juni eine musikalische Lesung im Saal des Kulturhauses. Wie nun stellt sich uns das Problem des Friedens, ist der Titel der Veranstaltung, die auf einem Text des bekannten Schriftstellers Stefan Zweig aufbaut, der 1933 nach einem Treffen der beiden im Elsass entstanden ist. Musikalisch untermalt wird der Dialog durch Werke von Johann Sebastian Bach. Die Lesung gehört zum Begleitprogramm der Ausstellung Übergänge, der Rhein, die Brücken, die Menschen im Hanauer Museum. Der Eintritt kostet 7 Euro, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, Personen mit Sozialpass und Schwerbehinderte bezahlen die Hälfte. Musikliebhaberinnen und Liebhaber können sich auf eine musikalische Weltreise freuen. Denn ab Oktober kehrt die Passerelle-Reihe zurück, der Vorverkauf dazu läuft bereits. An 5 Abenden können Musikbegeisterte verschiedenen Bands lauschen. Wenn ihr mehrere Konzerte besuchen wollt, könnt ihr euch ein maßgeschneidertes Abonnementpaket zusammenstellen. Tickets bekommt ihr bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie unter www.kultur.kehl.de. Programmflyer liegen im Kulturhaus, bei der Touristinformation und an den bekannten Stellen in der Stadt. Und zum Schluss? Zum Abschluss des Infocasts geht wieder ein großes Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer raus. Wünsche, Ideen und Anregungen könnt ihr wie immer per E-Mail an pressestelle@stadt-kehl.de schreiben. Vorbeischauen bzw. hören lohnt sich. Sascha Nossol, der Infocast Kehl.